Mann, ey, es hätte doch mal vorher jemand sagen können, dass das 8 Stunden dauert. Guck mal, ob das nicht anders geht. Wow, 760.000 Aufrufe. Die Oberfräse wird zum Hobel. Das mache ich nach. Mit der Oberfräse einen Hobel bauen. Mehr als 20.000 Likes. Das schreit doch förmlich nach einem Hackcheck. Wir kennen es ja alle. Von Hand hobeln ist schön, aber super anstrengend. Wenn wir das Ganze mit der Oberfräse machen könnten, wäre das doch genial. Wir wollen also ausprobieren, ob das funktioniert. Denn das Format heißt Hackcheck. Wir müssen also zuallererst mal einen Hobel aus einer Oberfräse bauen. Los geht's. Die Fräse habe ich hier. Um unseren Hobel zu bauen, nutzen wir nicht wie im Video ein abgerichtetes Stück Massivholz. Weil das ist ja witzlos. Genau das wollen wir uns ja ersparen. Deswegen nehmen wir dieses Reststück Multiplex, was relativ gerade ist. Wir nehmen das hier, um uns später Griffe zu bauen. Und wir brauchen natürlich eine Oberfräse. Aber Jonas, das ist doch dann viel teurer als ein Hobel. Könnte man jetzt schon sagen. Natürlich ist das teurer als ein Hobel, weil wir ein Elektrowerkzeug brauchen. Aber wir wollen ja was ganz anderes machen. Die Fräse soll jetzt gleich hier drauf, dann die Seiten um, vorne und hinten Griff. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Zuallererst schneiden wir das mal kleiner. Und zwar einmal in der Breite, so dass unsere Fräse plus 2 Randteile drauf passt. Und dann müssen wir das Ganze natürlich auch noch einmal kappen. Unser Hobel soll ja nicht unnötig groß sein. Damit wir unsere Fräse später auch aufschrauben können, muss die alte Basis hier einmal runter. Und die können wir auch gleich zum Anzeichnen nutzen. Die Schrauben müssen natürlich alle einmal raus und wir brauchen später auch andere Schrauben. Ich markiere mir dann einmal die Mitte, sodass unsere Fräse später mittig auf unserem Hobel sitzt und zeichne mir dann einfach einmal an, wo das große Loch ist und wo die 4 kleinen Löcher zur Befestigung sind. Die sind hier. Und dann können wir die auch schon bohren. Einmal von oben alles durch. Und dann natürlich auch das große Loch. Das sind bei mir jetzt 40 mm. Wenn wir das gemacht haben, müssen wir von unten noch die anderen Löcher wieder senken, so dass die Schrauben auch reinpassen. Und wenn wir das gemacht haben, können wir unseren Fräskorb schon mal auf unserem Do-it-yourself-Hobel festschrauben. Glücklicherweise passt alles. Das ist bei diesen Fräsen ja gerne mal Glücksspiel, ob man die Löcher wirklich trifft oder nicht. Aber hier passt alles so, wie es soll. Hier wieder Jonas Winkler gekommen. Das Werkzeug brauche ich auch. So. Moment mal, da war doch noch was drin letztens. Mist. Das kennen wir doch nun wirklich alle. Man war sich so sicher. Ich habe das Geld doch noch da. Und schwuppdiwupp, es ist schon wieder vorbei. Und deswegen Werbung. Mit Finanzguru könnt ihr jederzeit kostenlos eine App nutzen, die es euch möglich macht, einen super Überblick über eure Konten zu haben. Ihr könnt da ganz einfach eure Konten eingeben und habt so eine komplette Übersicht über alle eure Konten, eure Kreditkarte und sogar über euer Kryptodepot, wenn ihr eins habt. Und könnt genau sehen, was geht rein und was geht raus. Und ihr könnt darüber hinaus auch all eure Verträge sammeln. Und wenn ihr feststellt, Moment mal, mein Autovertrag ist viel zu teuer, könnt ihr ihn über die Finanzguru-App ganz einfach rechtssicher kündigen und so die volle Kontrolle über eure Finanzen haben. Und das den ganzen Monat mit Finanzguru Plus. Für 2,99 Euro im Monat könnt ihr darüber hinaus detaillierte Finanzanalysen machen lassen und so sehen, an welchen Stellen ihr eventuell in der Zukunft sparen könnt oder wo ihr schon genau das Richtige macht. Also schaut euch das Ganze gerne mal unten an. Denn mit meinem Code bekommt ihr das Ganze für 3 Monate kostenlos. Das ist der Knaller, weil normalerweise gibt es nur 7 Tage. Also guckt euch das unten mal an. Einfach App runterladen, Konto verknüpfen, dann auf mehr, Gutscheincode eingeben und 3 Monate kostenlos nutzen, damit ihr in Zukunft eure Finanzen wieder richtig in der Hand habt. Das macht nämlich Sinn, damit man was kaufen kann, was man wirklich haben will. Jetzt schneiden wir noch die beiden Restabschnitte von vorhin kleiner. Das sollen sozusagen die Seiten unseres Hobels werden. Die kleben wir jetzt hier einfach einmal mit Sekundenkleber drauf. Die haben in diesem Fall irgendwie einen eher ästhetischen Zweck. Die erfüllen sonst eigentlich gar nichts, außer dass sie dabei helfen, die Platte gerade zu halten. Apropos halten, wir brauchen Griffe. Deswegen habe ich den Rundstab jetzt einmal in der Mitte durchgeschnitten und markiere mir jetzt, wo die beiden Griffe sein sollen. Dafür bohren wir einmal ein Loch mit dem Forstnerbohrer vorne und eins hinten.
Und dann können wir einfach einmal durchbohren und unsere Griffe dann da gleich festschrauben. Wir nehmen jetzt einfach nur zwei Griffe, damit wir es festhalten können. Ihr könnt das natürlich viel aufwendiger machen, aber zwei Schrauben rein und schon haben wir unsere Griffe fest am Hobel montiert. Super. So. Wir haben etwas gebaut, was erstmal ein bisschen wie ein Hobel aussieht. Ja, ich weiß, im Video haben wir hier geschwungene Formen und einen Griff, der auch wirklich wie ein Hobel aussieht, also wie ein Hobelgriff. Aber ehrlich gesagt wollen wir erstmal überprüfen, ob das funktioniert und nicht jede Menge Zeit verschwenden, um irgendwas zu bauen, was schön aussieht. Funktionieren tut es so. Wir haben zwei Griffe und können das Ganze wunderbar führen. Bevor wir unseren Hobel jetzt nutzen können, müssen wir zwei ganz, ganz wichtige Sachen machen. Das erste ist, die Unterseite funktioniert so nicht. Warum nicht? Damit unser Hobel auch wirklich funktionieren kann, brauchen wir nicht eine plane Fläche, sondern wir brauchen mehrere kleine Flächen. Die erste ist ganz vorne. Die zweite ist ungefähr ähnlich groß ganz hinten. Und eine Fläche ist genau hinter dem Messer. Wir können unseren Hobel in beide Richtungen schieben. Ich sage jetzt einfach, dass das hier hinten ist. Deswegen brauchen wir auch hier nochmal eine Fläche, die gerade bleibt. Ups, wir machen die so breit wie den Winkel ungefähr. Diese drei Flächen lassen wir jetzt stehen. Deswegen ist es auch wunderbar, dass das hier schon behandelt ist. Hier zwischen müssen wir jetzt schleifen. Normalerweise würden wir für diese Arbeit bei einem Japan-Hobel einen solchen Schabhobel nehmen. Deswegen habe ich natürlich einen. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch keinen haben. Deswegen habe ich mir jetzt einfach so einen Schleifklotz hier gebaut. So ein schönes Klingspor-Schleifpapier, 100er Körnung drauf. Und damit schleifen wir jetzt gleich ganz vorsichtig sauber ein bisschen was weg. Ich brauche nur noch einen Winkel. Wo ist der? Das zu bauen, easy. Das bekommt jeder von euch hin. Und wie gesagt, ihr könnt es natürlich so wild ausschmücken, wie ihr wollt. Ich sagte ja nun, da sind aber zwei Probleme bzw. zwei Sachen, die wir beachten müssen. Und die zweite ist problematischer als die erste. Es geht nämlich um das Thema Fräser. Ich habe zwar einen unglaublich guten Fräser, nur ist der leider Müll. Dieser Fräser hier ist natürlich alles andere als Müll. Der ist ganz wunderbar. Das ist ein ganz, ganz hochwertiger Planfräser, der im Prinzip perfekt für unsere Anwendung wäre. Aber wir haben einen 12 mm Schaft. Das heißt, dieser hier passt in meine Oberfräse nicht rein. Das ist wirklich was für große Oberfräsen. Und solche Fräser sind natürlich auch extrem teuer, weil das ein Riesenwerkzeug ist. Deswegen nehmen wir so einen Fräser hier. Das ist ein Nutfräser, ein relativ günstiger. Den können wir aber immer noch gut nutzen. Das Wichtige bei unserer Vorrichtung ist ja, dass wir einen möglichst breiten Fräser haben. Und der hier ist mit 32 mm relativ groß. Deswegen nehmen wir den hier. Also Fräser rein und los. Mir ist nicht wirklich klar, wie das jetzt funktioniert und ob, aber wir probieren es einfach mal aus und los. Also unsere Bleistiftlinie ist bis auf hier hinten weg. Hier hinten bin ich ein bisschen reingedippt. Naja, das macht eine riesen Sauerei. Wir probieren es mal in der Fläche aus.
Naja. Also es ist auf jeden Fall ganz anders als vorher. Für die Kante ist es sehr, sehr geil. Für Freihand und das erste Mal ziemlich gerade, würde ich sagen. Das ist echt eine gute Fläche. Einen funktionsfähigen Hobel aus einer Oberfräse bauen. Das ist irgendwie bescheuert, aber es funktioniert. Man sieht aber auch relativ schnell schon gewisse Limitationen. Mit dem Fräser, den wir haben, der ist 32 mm, können wir so eine Seitenfläche hier wirklich gut hobeln. Das geht. Wenn wir uns noch einen Seitenanschlag dran bauen würden, so wie in seinem Video, dann könnten wir den Fräser ganz einfach in perfekt 90 Grad führen. Und das ist erstmal der erste Punkt. Das Führen geht gut. Es fühlt sich tatsächlich relativ sicher an. Ich habe aber auch, wie ihr gesehen habt, eine minimalste Zustellung, die aber wiederum reicht, um Material zu entfernen. Auf der Fläche ist es mit einem kleinen Fräser schwierig, die Fläche wirklich in eine einheitliche Fläche zu bekommen. Deswegen sind normalerweise Hobelmesser bei Maschinen möglichst breit, sodass man es in einem Durchgang macht. Hobelmesser, Maschine, eins ist eigentlich völlig klar. Wenn ich mir eine Oberfräse kaufen müsste und einen möglichst großen Fräser, dann sollte ich mir vielleicht einen Akkuhobel kaufen. Weil dieses Werkzeug gibt es ja auch für alle, die keinen Bock haben, von Hand zu hobeln. Ich verstehe nicht so hundertprozentig, in welcher Situation man das nutzen sollte, aber es funktioniert. Wenn ihr es also machen wollt, dann baut euch das so nach. Es funktioniert wirklich ganz gut. Es ist ganz erstaunlich. Und ich denke, wenn man etwas mehr Übung darin investiert, solche Flächen mit dieser Vorrichtung zu fräsen, dann sollte das wirklich gut funktionieren. Und eine Sache muss man sagen, mit dem richtigen Fräser ist die Oberfläche echt sehr, sehr gut. Tja. Was soll ich sagen? Heckcheck, ja, Note, ich bin so ein Lehrer, der immer nicht weiß. Ne? 2! Einfach mal eine 2. Warum auch nicht? Weil es funktioniert, man muss ein bisschen üben. Und weil ich nicht weiß, was ich sagen soll, habt ihr das schon mal gesehen hier? Akkuschrauber. Und wenn ich den Kopf abziehe, ist das Bit schon drin. Ist das nicht geil? Hat nichts mit dem Video zu tun. Ist auch egal, es ist zu Ende. Smasht ein Abo rein. Macht es nach, wenn ihr Bock habt. Es funktioniert. Ich weiß nur nicht, wann man es braucht. Bis dahin. Tschüss.